Kapitel 6 Blick nach vorn. Aufgabe 6b. Lesen Sie die Aufgaben. Hören Sie dann den Text. Markieren Sie die richtige Lösung. Sie nehmen an einer Führung durch die Hamburger Speicherstadt teil. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Tour, meine Damen und Herren. Wir starten jetzt zu unserer Rundfahrt durch die Speicherstadt und die machen wir natürlich nicht zu Fuß und im Bus haben Sie gestern ja auch lange genug gesessen. Also wählen wir für heute den Wasserweg, denn wir sind ja in Hamburg. Steigen Sie also ein in unsere schöne alte Barkasse, wie diese netten kleinen Boote bei uns in Hamburg heißen. Wir haben heute ja wieder typisches Hamburger Wetter, Schietwetter. Ich hoffe, Sie sind alle wasserdicht gekleidet, denn es ist auch von oben nass, nicht nur von unten. Aber in der Barkasse bleiben Sie trocken, keine Sorge. So, gleich fahren wir los. Liebe Gäste, wo Sie jetzt schön trocken und ohne den Wind hier drin sitzen, ganz trocken muss es nicht bleiben. Sie können auf unserer Tour auch was trinken oder essen. Genießen Sie die Zeit bei uns an Bord. Wir fahren hier also durch die Speicherstadt. Die Speicherstadt gehört genauso zu Hamburg wie die Elbe, die Alster und der Hafen. Und sie ist etwa 100 Jahre alt. Hamburg ist ja der zweitgrößte Hafen in Europa. Für die Waren, die aus der ganzen Welt hier in den Hafen kamen, brauchte man damals große Lagerhäuser oder eben Speicher. Die ganzen Waren musste man ja irgendwo hinlegen oder speichern. Darum auch der Name Speicherstadt. Heute haben diese Lagerhäuser, die ganzen alten Speicher, ihre Funktion als Lager verloren, weil heute riesige Schiffe die Waren in großen Containern transportieren. Seit ein paar Jahren gibt es aber neues Leben in den früheren Lagerhäusern. Viele Leute arbeiten hier in modernen Büros. Arbeit haben wir in der Speicherstadt also immer noch genug. Tja, das ist schon eine besondere Atmosphäre, wenn man hier seinen Arbeitsplatz hat. Mit viel Platz und einer tollen Aussicht aufs Wasser. Nicht wenige Leute leben inzwischen aber auch hier. Die Mieten sind allerdings sehr teuer, auch weil die Räume oft riesengroß sind. 100 oder 200 Quadratmeter für eine Wohnung sind hier ganz normal. Und trotz der hohen Preise sind die Angebote sehr beliebt. Selten steht eine Wohnung hier lange leer. Und Sie sehen, überall baut man. Schauen Sie mal da, wenn Sie diese schönen historischen Häuser sehen, da wollen Sie doch bestimmt auch Hamburger werden, stimmt's? Wir fahren jetzt auf einer der vielen Wasserstraßen, die bei uns in Hamburg Flete heißen. Und wo es viele Wasserstraßen gibt, da gibt es auch viele Brücken. Wussten Sie, dass Hamburg 2500 Brücken hat? Viele denken bei einer Stadt mit vielen Brücken an Amsterdam, wo es ja bekanntlich auch viel Wasser gibt. Aber Amsterdam hat nur 1500 Brücken. Nur New York hat mehr Brücken als Hamburg. Dort gibt es fast 3000. Am Ende unserer Rundfahrt sehen Sie dann noch Hamburgs größte und teuerste Baustelle, die Elbphilharmonie. Früher war hier ein Lagerhaus für Tee, aber jetzt können Sie hier bald ins Konzert gehen und zum Beispiel das Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks hören. Es wird aber auch ein feines Hotel und verschiedene Restaurants darin geben und, für uns Hamburger in der Innenstadt ziemlich wichtig, ein Parkhaus für die Autos. Wenn Sie bald wiederkommen, dann können Sie dieses neue Highlight der Speicherstadt besuchen. Aufgabe 8a und b. 1a. Ich lasse. 1b. Ich ließ. 2a. Sie vergessen. 2b. Sie vergaßen. 3a. Wir aßen. 3b. Wir essen. 4a. Er schließt. 4b. Er schloss. 5a. Sie goss. 5b.
Sie gießt. 6a. Sie reißen. 6b. Sie rissen. Aufgabe 8c. 1. In einem großen alten Schloss lebte ein hässlicher König. 2. Am liebsten saß er in seinem Sessel und ließ sich immer süße Säfte bringen. Drei. Er wusste ganz genau, dass seine Leute ihn hassten. Aufgabe 8d. 1. In einem großen alten Schloss lebte ein hässlicher König. 2. Am liebsten saß er in seinem Sessel und ließ sich immer süße Säfte bringen. 3. Er wusste ganz genau, dass seine Leute ihn hassten. Aufgabe 9a. Gespräch 1. Übrigens, ich habe von meiner Firma ein Angebot bekommen. Ach echt? Was denn? Du weißt doch, dieses Projekt in Norwegen. Ich hab dir schon davon erzählt. Und jetzt schicken sie dich dahin, stimmt's? Ja, ich soll für ein halbes Jahr nach Trondheim gehen und dort die Arbeit koordinieren. Das ist ja super. Du musst das unbedingt machen. Ein neues Land, neue Leute. Und du kannst da bestimmt auch gut verdienen. Ja, das schon, aber ach, ich weiß nicht. Elisa findet das auch nicht so gut, wenn ich so lange weg bin. Aber das ist doch nicht so lang. Ein halbes Jahr. Und es gibt doch billige Flüge, wenn ihr euch sehen wollt. Mensch, nützt deine Chance. Ja, ich weiß nicht so recht. Ein halbes Jahr ist lang. Und ich kann kein Norwegisch, nur Englisch. Das ist doch kein Problem. Mit Englisch und Deutsch kommst du gut zurecht bei dem Projekt. Ich würde das Angebot sofort annehmen. Meinst du wirklich? Aber klar. Warum überlegst du da lang? Wenn du mal eine Familie hast, ist es nicht mehr so leicht wegzugehen. Trau dich doch. Das wird sicher eine super Sache. Gespräch 2. Und, was gibt es Neues bei dir? Ich mache jetzt mal ein Semester Pause. Das Studium macht mir irgendwie keinen richtigen Spaß und... Ach so? Aber du bist doch fast schon fertig. Nein, ich brauche mindestens noch ein Jahr. Und jetzt möchte ich ein halbes Jahr in Ägypten in einem Ferienclub arbeiten. Ich mache da das Sportprogramm. Ich habe richtig Lust auf was anderes. Na ja, das kann ich schon verstehen, aber... Schließ doch zuerst dein Studium ab. Den Job kannst du dann immer noch machen. Ich weiß, das wäre wahrscheinlich besser. Aber ich mag nicht mehr. Ich habe im Moment absolut keine Energie für das Studium. Und nach einem halben Jahr, da hast du dann plötzlich wieder Lust? Das glaubst du doch selber nicht. Du darfst jetzt nicht aufhören. Studier doch zuerst fertig. Dann kannst du... Das geht nicht. Ich schaff das jetzt einfach nicht. Ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt mal was anderes machen. Ja, wenn das so ist,
Aber ich würde es schade finden, wenn du dein Studium nicht fertig machst. Es ist ja nur noch ein Jahr, das schaffst du schon.